Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Tutorials, meine Lieben. Heute wollen wir mal wieder Wolle färben, beziehungsweise Wollstränge. So, bevor es losgeht, die Stränge sind von Supergarn. Das ist die Aktivsockenwolle und ich benutze die, weil die ist nicht so teuer. Und wenn es jetzt schief geht, ist es auch nicht ganz so schlimm. Der Link dazu ist nochmal in der Infobox hier unten verlinkt. Ja, was sollt ihr sonst noch wissen? Das Garn besteht aus 75% Schnurwolle und 25% Polyamid. Wie ihr in der Überschrift schon lesen konntet, färben wir heute mit Krepppapier. Wie das Ganze funktioniert und ob es funktioniert, seht ihr jetzt als nächstes, wenn wir in meine Küche gehen. Du brauchst Schüsseln für deine Farbe, am besten du nimmst alte Schüsseln. Wichtig, Handschuhe, weil sonst deine Hände aussehen wie Farbkasten. Essig oder Essigessenz. Darauf achten, Essigessenz ist viermal höher konzentriert, also weniger nehmen. Krepppapier, Folie oder Backpapier. Natürlich Wolle. Ich habe meine Wolle jetzt schon mal eingebeizt, das habe ich gestern schon gemacht. Das erzähle ich euch aber gleich. Ein altes Backblech, ein flaches Blech oder ein tiefes Blech, wo ihr eure Wolle drin färben könnt. Hier kann ich natürlich ein bisschen mehr Flüssigkeit reinmachen, damit unsere Wolle komplett abgedeckt ist. Wir starten jetzt natürlich erstmal mit der Vorbereitung unserer Stränge. Das habe ich jetzt natürlich schon mal vorträglich gemacht, damit es einfach ein bisschen schneller fürs Video geht. Das ist ein Sockengarn von Supergarn. Ich habe euch hier unten in der Infobox nochmal einen Link dazu reingestellt. Dazu gibt es noch einen Gutscheincode, den ich euch unter dem Video verlinkt habe. So, das Prinzip, wie ich meine Wolle eingelegt habe, ist immer dasselbe. Ich habe 2 Liter Wasser in meine Schüssel gegeben. Da ich Essigessenz verwende und die ja hochkonzentriert ist, habe ich 100 Milliliter Essigessenz dazu gegeben. Wenn du normalen Essig nimmst, kannst du natürlich viermal so viel verwenden an Essig. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. So, das Garn habe ich gestern Abend eingelegt. Das heißt, über Nacht habe ich das jetzt schön einziehen lassen und habe sozusagen meine Fasern angebeizt, damit die Fasern sich öffnen und besser Farbe aufnehmen können. Jetzt drücke ich mein Garn ganz vorsichtig und lege die auf mein Backblech. Das Wasser könnt ihr immer wieder verwenden, ihr müsst es nicht wegschütten und könnt ihr für eure nächsten Garne auch noch verwenden. Ich habe euch ja erzählt, dass ich heute mal mit Krepppapier färben möchte. Dazu war ich einfach in der Drogerie, habe mir Krepppapier gekauft. Es geht tatsächlich nicht jedes Krepppapier. Zum Beispiel hier dieses Feinkrepppapier, dieses lose, funktioniert nicht. Diese zwei hier funktionieren. Und zwar habe ich das ganz einfach getestet. Wenn ihr das jetzt natürlich so verschlossen habt, könnt ihr das nicht testen. Aber ich habe es an diesen hier getestet. Und zwar habe ich meinen Finger angeleckt und habe hier oben ein bisschen gerieben. Und dann habe ich gleich gesehen, dass es abgefärbt ist. Den ersten Versuch, den ich starten will, ist einfach nur eine Tauchtechnik. Das heißt, ich hänge beide Stränge links und rechts in die Töpfe und will die mit dem Krepp einfach in Flüssigkeit einfärben. Ich schneide jetzt einfach hier ein paar Streifen ab. Ich mache mal 3 Stück, so circa 1 bis 2 cm, das schätze ich jetzt einfach mal ab. Ich mag ja knallige, kontrastreiche Farben, bin ja auch so ein bunter Vogel und mache jetzt hier einfach 3 Streifen pink rein. Und dasselbe mache ich jetzt natürlich auch mit lila. Und je nachdem, wie stark das Garn gefärbt ist, kann ich dann immer noch einen Streifen dazu abschneiden. Und mache jetzt in beide Näpfe circa 1 Liter. Und ihr seht ja schon, wie schön das Krepppapier abfärbt. In beide Becher kommen jetzt noch 2 Esslöffel mit Essigessenz. Und jetzt rühren wir das etwas rum. Das sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Ich habe das jetzt 2-3 Minuten stehen lassen. Ich habe natürlich warmes Wasser verwendet und werde jetzt das Krepppapier noch ein bisschen ausdrücken. Hier kommt immer noch eine Menge Farbe raus. Jetzt nehme ich mir das Backblech oder hier dieses tiefe Backblech, stelle dort meine Schüsseln rein.
einfach damit das nicht so viel Sauerei gibt. Könnt ihr jetzt den Strang so in die Flüssigkeit reinlegen, dann weiß ich aber, dass ich hier das Zwischenteil weiß habe. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen überlege ich, ob ich erst eine Hälfte und dann die zweite Hälfte einfach einfärbe. Das werde ich auch tun. Das heißt, ich nehme jetzt die dunkle Farbe zuerst und werde den Strang zur Hälfte in das Lila legen. Ich lasse das jetzt einfach ein paar Minuten so in der Farbe drin und dann sehen wir uns gleich wieder. Werde ich jetzt das Garn mal rausholen. So, hier hat es ein bisschen mehr angenommen. Also rein theoretisch könnte man wahrscheinlich noch ein Garn mit färben. Ich hoffe, es blutet nicht so sehr aus beim Ausdrücken, aber es geht noch. So. Ja, es ist ein relativ gleichmäßiger Farbton geworden. Ich lege ihn jetzt mal kurz zur Seite. Dann nehme ich mir meine zweite Farbe. Aufpassen, dass sie mit der lilanen Seite jetzt natürlich nicht auf die pinke Seite fasst. Und jetzt färbe ich die pinke Seite ein. Funktioniert nicht so gut. Oh, hier ist ein O, oh, oh, es ist noch ganz hell hier in der Mitte. Da ist die Farbe gar nicht so hingekommen. Gut, wir lassen jetzt mal die pinke Seite einfärben. Mal gucken, wie die Seite aussieht. Oh, ist aber ein schönes Rosa. Ich werde das jetzt ein bisschen auseinanderziehen, damit es hier auf der Seite vielleicht doch ein bisschen besser wird von der Farbe. Das lasse ich jetzt wieder 10 Minuten stehen und dann schauen wir uns die ganze Geschichte doch mal an. 10 Minuten später seht ihr, dass das Pink durch das Lila jetzt läuft, was aber gar nicht so schlimm ist. Wie ihr sehen könnt, werden nämlich die ganzen weißen Fasern jetzt rosa. Das ist natürlich eigentlich ganz cool. So, machen wir mal schön Hälfte, Hälfte hier und ringen das Ganze aus, ganz vorsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass der ganz nett aussieht. Gut, wir legen das Ganze jetzt auf unser Backblech. Und jetzt machen wir mit dem zweiten Versuch weiter. Mein Strang, der kommt jetzt erstmal für 60 Minuten bei 90 Grad in den Ofen zum Fixieren. Und jetzt machen wir gleich mit dem zweiten Versuch weiter. Bei meinem zweiten Versuch habe ich die Form auf die Herdplatte gestellt. Und jetzt lassen wir das Wasser hitzen, bis das leicht Bläschen schlägt. Das soll aber nicht kochen. Wenn das jetzt einmal warm ist, drehen wir es natürlich runter. Ich wolle nicht reintun, wenn das Wasser richtig kocht, sonst macht ihr eure Fasern von eurem Garn kaputt. So, wieder etwas Essig dazugeben. Ich schneide das jetzt wieder in Streifen. Diesmal aber 2 bis 3 cm dick. Schneide ich jetzt nochmal in der Hälfte auseinander. Jetzt nehmt ihr euren Strang. Ich mache den mal auseinander, damit der richtig liegt. So, lege den mir ein bisschen zurecht, dass die Fasern schön auseinander liegen. Und jetzt nehmen wir unsere Crepe-Stückchen. Bin echt gespannt, ob das so gut aussieht und nicht alles verläuft. Das war jetzt natürlich schon mal wieder ein super Effekt hier. Und jetzt lege ich diese ganzen Stückchen immer so Stück für Stück um meine Garne drumherum. So, ich probiere das jetzt immer schön im Wechsel zu machen. Müsst ihr euch natürlich ein bisschen beeilen, weil die Farbe schnell verläuft. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ich bin auch sehr gespannt. Ich versuche jetzt mal noch Crepe unten drunter zu schieben. Jeweils bei Lila Lila und bei Pink Pink. So lasse ich das jetzt abkühlen und dann bin ich mal gespannt, ob das was geworden ist. Ich habe das Ganze jetzt für circa 15 bis 20 Minuten hier stehen lassen, ein bisschen abkühlen lassen. Es dampft aber noch leicht, aber es ist nicht mehr heiß. Vielleicht sollte ich das nicht genau so machen.
Ich werde aber jetzt das Wasser abschütten, weil mir das noch zu dunkel ist. Ich denke, es ist noch sehr viel Farbe im Wasser und damit sich das nicht so in die Garne reinzieht, noch die restliche Farbe, werde ich das Ganze jetzt abspülen. So, Handschuhe anziehen und jetzt werde ich hier oben die losen, die werfe ich jetzt erstmal schnell hier rein. Die losen Crepes sammle ich jetzt erstmal oben ab. Wahnsinn, ey, da ist noch so viel Farbe, eigentlich könnte ich nochmal färben. Zwar nur ein Farbton, aber ich glaube, es wird viel besser, wie die Technik eben. So, jetzt nehmen wir unseren Strang raus. Und jetzt wird der Strang bei lauwarmem Wasser vorsichtig nochmal ausgedrückt. Ganz leicht Farbe kommt noch raus. Und er ist jetzt doch wieder ein bisschen heller. Ich dachte, er wird intensiver von der Farbe. Jetzt mit handwarmem Wasser volllaufen lassen. Jetzt etwas Wollwaschmittel oder ein mildes Shampoo könnt ihr auch verwenden. Und dann Garn rein und das Ganze für eine halbe Stunde ins Entspannungsbad. Damit sich die Fasern wieder schließen und unser Garn schön weich wird. Das Wasser hat sich jetzt schon von selber verabschiedet, das ist jetzt eine halbe Stunde her. Jetzt spülen wir das Ganze natürlich nochmal mit lauwarmem Wasser ab. Boah, also die Farben sind richtig schön geworden. So, ich hänge die jetzt zum Abtropfen erstmal in die Dusche, damit die grob abgetropft sind und danach hänge ich sie auf einer Wäscheleine auf, damit sie schön in Ruhe trocknen können. Wir sehen uns jetzt also nochmal wieder, wenn das Garn schön getrocknet ist. Ein ganzes Wochenende ist vergangen. Draußen kann ich die Wolle natürlich jetzt nicht mehr trocknen, deswegen musste ich die erstmal abhängen lassen über der Wanne und danach habe ich sie einfach über die Heizung gehangen. So, hier sind jetzt meine zwei fertigen Stränge. Ich muss sagen, ich bin von den Farben echt begeistert. Aber ich glaube, jeder, der selber Wolle färbt, ist wirklich einfach von seiner Wolle begeistert. So verschlungen wirken die Farben natürlich nochmal viel, viel schöner. Und wir haben natürlich jetzt beide Stränge hier liegen. Wir haben einmal die Technik, wo ich das Crepe natürlich vorher aufgelöst habe. Das ist hier dieser helle, pastellige Strang geworden. Den gucken wir uns jetzt als erstes mal an. So habe ich ihn gefärbt. Die rechte Seite in lila und die linke Seite in rosa. Wie ihr sehen könnt, am Ende ist ein total schöner, pastelliger Ton rausgekommen. Ab und zu ist hier mal ein Fädchen dazwischen, was relativ stark gefärbt hat. Warum, weiß ich jetzt auch nicht so hundertprozentig. Aber ich finde, es ist ein schönes, kräftiges Lila und ein schönes Rosa. Und der Strang ist wirklich richtig schön geworden und es ist eine tolle Farbe. Hier ist der zweite Strang. Diesen habe ich auf dem Herd direkt gefärbt, das habt ihr ja gesehen. Und hier seht ihr auch, es ist ein richtig kräftiges Lila geworden. Ich mach den mal auseinander. So, und jetzt schaut euch mal dieses Garn an. Natürlich ist der Hauptteil sehr lila-lastig geworden, aber dazwischen sind wirklich, wie ich es gemacht habe, immer die Crepe-Stücken hingelegt und auch komplett gefärbt. Also es sind keine weißen Stellen im Garn. Es ist ein wirklich sehr schönes Garn geworden mit kräftigen Lila- und Pinktönen. Und auch dieses finde ich richtig schön. Hier auch wieder ein paar pinke, kräftige Stellen. Komischerweise habe ich ja überall, wo das rosa ist, an den Stellen immer mal Crepe dazwischen gelegt noch. Aber hier an der einen Stelle hat es intensiver gefärbt. Ich weiß aber nicht genau warum. Aber ich hoffe, das wird nicht allzu schlimm aussehen im Garn, aber sonst ist es eigentlich eine richtig schöne Farbe geworden und kräftiger wie mit der Tauchtechnik. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich über ein Like, einen Kommentar und über vielleicht mehr Sachen, die ich ausprobieren soll mit Wolle, freuen. Also bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials. Vergesst nicht, mein anderes Färbevideo zu gucken. Hier oben rechts ist nochmal eine Verlinkung zu meiner Playliste.